Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf diesem Kanal 7-7. Und heute geht es um das legendäre Thema. Was soll ich tun, wenn ich einen skeptischen Zuschauer habe als Magier? Ja, das ist gar nicht so schwer. Und das ist praktisch der Keycard-Trick, den habe ich euch zwar schon im Keycard-Dings erklärt. Hier aber nochmal ein extra Tutorial für alle, die nicht so gerne die Magic School verfolgen, weil Magic School immer sehr anstrengend ist. Da wird sehr viel labern und so, aber ist ja auch egal. Hier kommt der Trick. Let's go. Also, der Zuschauer darf sich irgendeine Karte auswählen. Sagen wir jetzt einfach mal diese hier. Gut, diese verlieren wir nun gleich im Kartenspiel. Sie kommt hier oben. Hier ist sie. Und nun verlieren wir diese Karte im Kartenspiel. Okay. Ich dribbel das Deck ab. Ich spreade das Deck auf. Gut, es hat jetzt nicht geklappt. Danke nochmal dafür. Und jetzt dürfte der Zuschauer seinen Finger so ausstrecken. Und dann würde ich ihm sagen, okay, jetzt geh mit dem Finger langsam nach rechts. Und ist das eine Blankokarte oder was? Ich weiß es nicht. Geh mit deinem Finger langsam nach rechts und ich tippe dich dann bei deiner Karte runter. Also, er würde jetzt mit seinem Finger hier rüber gehen und da einmal. Und jetzt sage ich, okay, nochmal, ich glaube, ich habe deine Karte gespürt. Er geht rüber und. Ich stopp ihn praktisch hier bei seiner Karte. Ach, das war ein Joker. Ja, wunderbarer Trick. Erklärt habe ich ihn euch zwar schon in der Keycard-Things, aber jetzt halt nochmal das extra Tutorial dazu. Also, ganz simpel, ganz kurz ist die Erklärung. Deswegen, dieses Video wird nicht lang, aber der Trick ist halt für skeptische Zuschauer. Damit kein Zuschauer der Welt wird herausfinden, was ihr da gemacht habt, wenn ihr es gut macht. Ich habe es jetzt nicht gut gemacht, aber ja. Eigentlich seid ihr safe, wenn ihr das macht. Nun, als erstes dürfte der Zuschauer das Deck mischen. Das heißt, der Trick ist komplett imprompto. Und nun darf er auch wirklich irgendeine Karte auswählen. Also kein Force. Und ja, er spreadet die Karte auf. Und normalerweise würde ich die Karte jetzt nicht sehen. Jetzt sehe ich sie schon. Also jetzt zeige ich ihm die Karte. Und ich sehe die Karte nie. Nie. Trotzdem, Herz 10. Und jetzt kommt die Herz 10 nach oben. Und wenn wir wenn wir den oberen Stapel jetzt abheben, sodass die Herz 10 hier oben liegt, würden wir jetzt praktisch einen anderen Stapel darauf legen. Und dann merken wir uns die unterste Karte. Wie können wir das machen? Wir können, während wir sprechen mit unseren Händen, einfach unsere Hand hier so umdrehen und uns die Pik 7 merken. Das wird kein Zuschauer dieser Welt wird darauf kommen, dass das uns irgendwas bringt. Aber jetzt wissen wir, die Karte unter der Pik 7 ist die Zuschauerkarte. Also wenn wir jetzt mal gucken, die Karte unter der Pik 7 hier ist die Herz 10. Pik 7 ist hier, Herz 10 liegt da drunter und irgendwelche random Karten liegen daneben. Also sagen wir mal, Pik 7 war jetzt eure unterste Karte, dann würde das jetzt so aussehen. Also, hier wären noch Karten, aber diese Karte rechts neben der Pik 7 ist die Zuschauerkarte. Gut, und wenn ihr das alles ein bisschen performen lernt, mischen wir bitte das Deck. Wähl dir bitte irgendeine Karte aus. Stopp nicht, wo du willst. Stopp. Hier deine Karte, in dem Fall wäre es die Kreuz 3. Und ja, in diesem Trick versuche ich deine Kreuz 3 zu finden. Karo 2 angeguckt, Karo 2 kommt auf die Kreuz 3. Rechte Karte neben der Karo 2 ist die Zuschauerkarte. Okay, nun kommen wir an. Und das, was ich gemacht habe mit den Fingern einbauen, das würde ich euch auch empfehlen. Einfach aus dem Grund, weil ihr den Zuschauer mehr in euren Trick einbindet. Das heißt, so viel wie, wenn der dass der Zuschauer sich noch nach dem Trick merkt, boah, der hat mich mit, wirklich den Trick, der hat aus meinem Puls gelesen, was meine Karte ist. Also der kann, keine Ahnung, der hat gespürt, wann mein Puls höher war. Ich
Klar könnt ihr das auch noch viel krasser machen. Ihr könnt sagen, halt mal deine Hand über die Karten und ich versuche dann durch deine Hand zu lesen, was deine Karte ist. Also da sind eurer Kreativität die Grenzen gesetzt. Eigentlich gibt es keine Grenzen, aber lasst euch was einfallen. Nehmt nicht das, was ich euch jetzt gezeigt habe. Das ist nicht so klar, das ist eine schöne Version, doch denkt euch was Eigenes aus. Kopiert nicht alles von anderen Leuten. Denkt euch auch mal was Eigenes aus, ja. Das war praktisch schon der Trick. Wenn euch gefallen hat, lasst doch ein Like da. Flankt den Abo-Button und bye bye.